Wo sind denn Ihre olympischen Medaillen im Moment? Die sind bei meinen Eltern zu Hause in meinem ehemaligen Kinderzimmer. Da sind alle Pokale, Medaillen, die ich so in meinem Leben errungen habe, und die stehen in der schönen Olympia-Box in der Vitrine. Das heißt, so oft sehen Sie die dann gar nicht? Wenn, oder wie oft sind Sie bei Ihren Eltern? Oh, ich bin schon immer wieder mal zu Hause zu Besuch, also jeden Monat eigentlich mal. Und dann freue ich mich auch immer, die Medaillen in der Vitrine zu sehen. Ich sag mal, ich habe irgendwie das Gefühl, die sind dort sicherer als bei mir zu Hause, weil ich bin so oft unterwegs, und ja, ist ja wirklich nicht schön, wenn die irgendwie abhanden kommen. Abgesehen davon, dass Sie jetzt ständig sich die Medaillen angucken können und anfassen können, wie merken Sie im Alltag, dass Sie 2 Olympiamedaillen gewonnen haben? Ja, man wird tatsächlich, werde ich wirklich öfter erkannt momentan, auf der Straße, im Zug, beim Bäcker, im Nudelhaus, immer wieder mal erkannt worden. Und ja, allgemein ist natürlich für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Man hat Selbstvertrauen und man freut sich einfach ungemein für den Erfolg, den man errungen hat. Genießen Sie die Aufmerksamkeit, die Sie jetzt dadurch erlangen, oder nervt es Sie auch schon so ein bisschen und möchten lieber unerkannt auf der Straße bleiben? Ja, das ist, kann man ja nicht mit einem Fußballspieler oder mit irgendeinem absoluten A-Promi vergleichen. Ich meine, das passiert ab und zu mal einmal pro Woche, alle 2 Wochen mal, aber vorher ist das praktisch nie passiert. Und ja, man wird auch in der Tischtennis-Szene wirklich mit viel Respekt, und viele gratulieren einem, und ja, ist einfach, man merkt, dass man was Großes geschafft hat, und das freut einen natürlich. Ja, und in der Weltrangliste ging es auch nach oben durch Olympia. Wie viel Luft sehen Sie jetzt noch zwischen sich und Timo Boll? Ja, ein paar Plätze sind es ja noch. Es waren mal 2, jetzt sind es 5. Aber es ist nicht mehr so weit auseinander. Aber es ist auch nicht mein primäres Ziel, jetzt zwingend vor Timo zu kommen. Meine Ziele sind so Veranstaltungen, vor allem wie Olympia, aber auch eine WM und EM, einfach maximal dort abzuschneiden, mich perfekt auf solche Turniere vorzubereiten. Ich denke, die Weltrangliste ist nur die Voraussetzung, die Setzung für solche Turniere zu erlangen. Und ja, natürlich ist es aber auch mein Ziel, immer weiter nach vorne zu kommen. Wann war denn das letzte Spiel gegen Boll in einem Turnier? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist schon... Wir haben eine Zeit lang gegeneinander gespielt, aber jetzt schon bestimmt über ein Jahr nicht mehr gegeneinander. WM, Einzel-WM in Rotterdam haben wir gegeneinander gespielt. Ich habe 4-2 verloren, bisschen geführt im ersten Satz. War ein relativ knappes Spiel, aber ja, Timo war auch in Topform und dann auch eine Einzelmedaille geholt. Aber jetzt sind schon wieder... Ja, 16, 17 Monate vergangen. Ich denke, ich habe mich noch mal ein Stück verbessert. Und ja, ich würde mich auch wieder freuen auf ein Duell mit ihm. In Herning ist Boll der Gejagte. Sucht man da im Training bewusst das Duell oder geht man sich da eher aus dem Weg? Boah, ich trainiere mit Timo liebend gern, würde am liebsten jeden Tag mit ihm trainieren, weil er hat schon in der Gruppe das höchste Niveau und man steigert sich auch mit dem Partner, den man hat. Deswegen sind die Chinesen auch so gut, weil sie so eine Dichte an absoluten Topspielern haben. Und ich denke, davon können beide nur profitieren. Aber wir haben wirklich ein sehr gutes Team, sehr gutes Training. Und alle probieren, sich zu verbessern. Alle probieren, die Plätze in der Nationalmannschaft zu erregen. Und deswegen haben wir einen hohen Konkurrenzkampf. Momentan sind Sie ja zweitbester Europäer und einziger Europäer mit 3 Olympiamedaillen. Aber noch nicht Europameister. Wie sehen Sie denn jetzt in Ihrer derzeitigen Verfassung Ihre Chancen jetzt in Herning? Ja, zumindest konnte ich das Europa-Top 12, das Ranglistenturnier in Europa, mal gewinnen dieses Jahr. Und bis jetzt habe ich eine Einzelmedaille 2007, wo von mir noch niemand was erwartet hat. Ich denke, ich bin wirklich in guter Form und es ist auch keiner da, der jetzt besser ist als ich bei der WM. Ich wäre wahrscheinlich außer gegen Timo in jedem Spiel favorisiert, aber man träumt vom Titel, aber ich muss mich von Runde zu Runde konzentrieren, weil es einfach nicht einfach ist, sich dieses Jahr gezielt auf die EM vorzubereiten. Ja, beim World Cup hat es ja auch so ein bisschen Probleme gegeben. Also da war Timo Boll ja weit vorne und bei Ihnen nicht so. Wo war das Problem? Ja, es ist einfach, nach Olympia habe ich schon wirklich viele Wettkämpfe gehabt, einige sehr positiv gespielt, in China gegen Fang Bo, stärkeren Chinesen gewonnen, in der Champions League wirklich klare, gute Siege erzielt, aber danach natürlich so enttäuschende Ergebnisse wie beim World Cup gehabt. Damit war ich natürlich sehr unzufrieden, habe seitdem auch wirklich sehr gut trainiert und alles gegeben, mich perfekt auf die EM vorzubereiten, und ich hoffe, dass ich mich jetzt auf jeden Fall nochmal steigern kann und meine beste Form dort abrufen kann.